Auf eine Brille? Ich habe meine Brille auf. Aber wollte er sich selbst umbringen oder was? Alkohol? Könnte Jack Daniels sein, aber es ist nur Black Lamp. Eine Waffe? Eine Kugel übrig. Sein Mund offen. Er hat sich angekotzt. Lieutenant! Wie eine Backpfeife. Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Lass mich los, du Verdammter! Verpiss sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Ja, warum kann ich nicht? Achso. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Hey, ja, ja, hey! Wo ist das Badezimmer, Digga? Schuhe! Fassi! Gute Hund! Fassi! Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Das fühlt sich an wie Two and a Half Men ein bisschen. Na, ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Ey, yo, Bro, 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 Bro. Was soll das? Oh, ja, ja. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was zum Teufel warst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Fairer Punkt. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Oh, wir müssen auf Hank aufpassen, Leute. Er ist Alkoholiker. Er hat Alkohol getrunken. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Er hat Sex gehört. Ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ehre, Digga. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ey, der kotzt mich. Warte, der kotzt mich echt an? Wo ist dein Schlafzimmer? Das ist hier, oder? Was möchten Sie anziehen? Das könnte ich sein, Leute. Ah, wir machen mal streifig. Cool, ich darf mir seinen Skin sogar aussuchen. Oh, warte. Ey, ey, Hank! Oh, oh. Hank, don't. Hank, don't. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Was für schau dich um, der Junge kotzt. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Hank, mehr gebalanced als Jon. Okay, jetzt können wir erkunden. Sentry, Zeit für Reißlein. Nee, ist egal. Nein, Until Dawn habe ich nicht gezockt. Das hier ist das erste Story-Game, was ich überhaupt zocke. Okay, wobei, ich habe damals Fahrenheit gespielt. Leute, kennt ihr Fahrenheit? Das Game ist ja mal locker 10, 15, 20 Jahre alt.
Ja, ich hab sogar eine PS4 Pro. Wie geht's dem Hundi? Fahrenheit war cool. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengekerbt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Ja, wenn du es mir spendierst, würde ich zocken. Aber ich würde es, glaube ich, nicht von mir aus kaufen. Ich habe ja bald... Oh, das habe ich kaputt gemacht. Immer Sonntag, immer ein Free-for-All-Tag. Da werde ich auf jeden Fall immer nicht League spielen. Oh, der Hundi. Oh, da ist der Hundi, Leute. Hundi? Ich will mit Hundi interagieren. Oh. Ihr wärst der brave Hundi. Hä? Soll ich jetzt hier noch irgendwas herausfinden? Oder? Hank liebt Jazz. Oh mein Gott, ich liebe Hank. Hank liebt Jazz. Ich liebe Jazz. Lass mal Musik auflegen. Jazz am besten. Oh, Baby. Hank liebt aber mega Jazz. Und er ernährt sich auch nicht gesund. Ich spiel's auf PC. Oh oh. Ein Android hat ihn umgebracht. Es muss wegen einem Androiden gewesen sein. Also ich will ungern auf der PlayStation streamen. Sei schön brav, Sumo. Ob ich zocken will? Vielleicht ein paar... Nee, Moment mal. Vielleicht ab Mitternacht oder so. Ich muss das Game noch erst beenden. Ist das auf PC? Weiß ich nicht. Okay, ich habe eine Sache nicht hinbekommen. Schade. Egal, ist fun. Oh stimmt, jetzt bin ich wieder bei Jürgen. Wie lange streamst du denn noch? Bis ich durch hab das Game. Soll ich euch sagen, warum sie heiß ist? Das ist Wahnsinn. Man sieht Beine. Und man sieht ihren BH. Beziehungsweise hier oben nochmal was von den Möpsen. Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Und die Kerle sind... Okay, sie ist auch die einzige Frau. Sie wirkt sich automatisch attraktiver. Ich finde, sie sieht gut aus. Sie dürfen uns nicht sehen. Hey Leute, wollt ihr ein Fun-Fact wissen? Skumbin hat mir Overknees gekauft. Die werde ich finanzieren müssen. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Dann mache ich sexy Overknees-Stream hier. Achso.
Star Guardian Ari Cosplay? Nee. Das überlasse ich mal lieber hier der schönen Frauen. Leute, vielleicht habt ihr Glück und Tess macht euch sowas. Ne, warte mal, sie hat schon Star Guardian Ari Cosplay, no? Tess, bist du noch hier? Marcus, komm hier hoch. Ah, unlucky, Leute. Tess ist nicht mehr da. Das Lager ist davor. Wir sind fast da. Ey, wir sind echt die schlechtesten Ninjas auf der Welt, ne? Cyberlife. Half-Life. Half-Life 3 wurde soeben confirmed. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Und wie? Ich bin in der Sackgasse, ne? Ach ja. Lol. Oh mein Gott, Digga. Warte, go. Einfach zerstört. Ja, das Game ist Detroit Become Human. Geil, North mag mich. Jericho auch. Und Josh auch. Warte, was mache ich jetzt? Ich suche die Kisten. Ja, welche Kisten soll ich denn durchsuchen? Hallo, ich kann nichts durchsuchen. Oh, hier. Dann klauen wir jetzt nur Blut oder auch Einzelteile? Ist das Robocop? Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Gottverdammte Maschine! Hm? Was soll ich machen? John? Hey, Grubi. Ich brauche deine Hilfe. John? Ja, kann es sein, dass du länger schon nicht mehr da warst? Wir A, B, X warten. Erst die Drohne, dann das. Hey, Grubi, du warst schon ach so lange nicht mehr da. Könnt ihr das Hühnchen? Nee, lass mal. Ah, hat dich die Real-Life-Krankheit erwischt? Unlucky. Steckt den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Nur Arztgerenne? Auch wegen deiner Krankheit oder wie? Oder hast du irgendwas anderes? Ich hab schon die größere Kiste überprüft, ne? Warte, warum will er mich jetzt nicht mehr verpetzen? Achso, ich muss dann.
Hä, welche Kiste soll ich denn noch überprüfen? Achso, ist das eine Kiste? Nee, ne? Erzählt das hier schon als Kiste. Ja, genau. Ah, ich hoffe mal, es geht noch relativ gut aus. Wie ist denn also der Status? Eher positiv? Warum seid ihr nicht Fifi? Gute Frage. Wolltet ihr nicht frei sein? Sie befreien? Ihr könntet mitkommen. Aber wir nehmen sie mit. Wir machen unsere Armee größer. Aber wir sehen alle gleich aus. Das macht mir echt Angst. Ey, er hat die anderen noch gar nicht angefasst. No? Oh, er respektiert mich. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Ich hab für immer verkackt, aber ich versuche einfach damit klarzukommen. Ah, das ist schade. Aber es ist immer das Wichtigste. Das Beste aus der Situation zu machen. Ich wünsche dir da echt sehr viel Glück. Du gabst es. Wir nehmen ihn an. Na, ablehnen, annehmen, nehmen ihn an. Sie kommen mit uns. Digga. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. North, mach mal nicht an auf teuer. Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber ich mag's, wenn ich der Frau ein bisschen schwieriger mache. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Faires Argument. Nein, wir gehen. Zu hohes Risiko. Was wir haben, reicht. Wir können über den Zaun, das ist der schnellste Weg raus. Okay, dann also los. Digga, ich brauche nicht so ein hohes Risiko einzugehen. Hauptsache, ich kann erstmal einige Leute retten. Und wir haben ja jetzt auch nochmal einen Haufen neuer Verbündete. Das Huhn mag dich jetzt weniger, aber mir doch egal. Wir haben blaues Blut. Es gibt andere Hühner noch. Biokomponenten, das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ach, jetzt mag sie mich doch. North, gib mir ein Plus. Aha, easy. Easy, alle mögen mich. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Oh, jetzt kämpfe ich. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Echt gut, Mann. Echt gut. In dem Game geht es um Roboter, die menschlich werden quasi. Hey Lilly, ich will hier eins klatschen. Ich habe ausnahmsweise niemanden umgebracht. Schon seit mindestens 2 Stunden ist niemand gestorben.
Okay. Okay, eine Drohne vielleicht. The sexiest Androids. Oh, wow. Stripclub oder... Den habe ich umgebracht. Doch, der Asiate im Bart. Als würde jemand mein Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Oh, doch. Den einen Asiaten habe ich umgebracht. Den habe ich schon vergessen. Ist nur eine Stunde her. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Coole Hawaii-Puppe da. Ey, ich kann... Was auch immer hier passiert, ich kann dafür nicht gebannt werden. Das Game ist auf Twitchs Liste. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Ey, yo, yo, yo! Oh, Mann. Don't do this! Ich seh nix! La 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 la! Nein. Ich bin nicht hier, um diese Frauen zu be- Okay, nein. Niemand. Was zur Hölle machst du da? Ey, Bro, chill. Ich schau nur. Ja, hallo. Du Sau. Die Ermittlung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Halt da Maul. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Sag mal, was bist du für ein Wichser? Nacht, Lieutenant. Die Musik geht mal voll auf den Sack. Okay, erstmal checken wir die Nutte ab. Okay, meine Augen sagen zu mir, sie ist eine Nutte. Ah, nee, wow, check sie ab. Wow, hey. Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Echt, es ist blaues Blut. Oh, puh, zum Glück steht das da dran, sonst hätte ich das jetzt nicht gewusst. Okay, ich weiß alles über sie, was ich wissen muss. What's up with my boy? Ein einziger ist Herzanfall nicht die Todesursache. Wirkmale, Todesursache, ersticken. Oh! Er hat gesagt, Mommy, choke me, please. Oh, da sind die Augen mal gut angelaufen, no? Fest hier an die Möpse. Oh. Ich dachte, er macht so, um mir an die Möpse zu fassen, aber ich glaube, ich weiß nicht, wo die Möpse einer Frau sind. Die Möpse sind nicht hier. Sie sind hier. Und vielleicht nochmal weiter oben. Danke, jetzt habe ich etwas über die Anatomie des Menschen gelernt. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Er hat Alkohol getrunken. Das beweist gar nichts. Alkohol, ganz Alkohol drauf. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher? Bei dir sind sie auf Kopfhöhe. Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann's versuchen. Im Führerschein steht. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Er kennt sich mit Frauen aber echt gut aus.
werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Sag es! Kopf ist tot. Da war noch ein Android. Und hat sich freigegeben, dass er das ist von mir als mehr dem Buchs als Acid ist, dass man. Nee, ich. Also pass auf. Nein. Ich bin der Meinung, Titten sind immer geil, wenn man nicht. Also, wenn man eine Frau ansieht. Ja. Wenn man so ein bisschen im Techtelmechtel ist, ist Arsch immer besser. Oder auch schon beim Kuscheln finde ich Arsch besser. Aber ich bin mehr der. Also 70-80% Arschtyp. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Okay, er wollte einen Dreier haben. Mit zwei Sexrobotern. Oh, das ist der Sexroboter. Erwischt. Moment! Vielleicht ist er schwul. Ich meine, diese Typen reden nicht mehr. Gab es hier schon mal Ärger mit dem... Nein! Gut. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Vertrau mir. Hank mag mich. Hank vertraut mir. Lilly, woher weißt du, dass das so... Leute, das ist actually günstig, glaube ich. Schön, Sie kennenzulernen. Ich habe kostet im Normalfall 50. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Mit 30 bist du gut dabei. Habe ich gehört. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Erwischt. Okay. Ich habe sie hops genommen. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Weil wofür suche ich einen Zeugen? Probieren wir den hier. Zurück in den Club. Okay. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Wird die nicht öffnen? Are they not openable? Open up! FBI! FBI! Oh, oh. Moment mal, oh, ich muss einfach rausnehmen, ne? Lauf doch, Digga! Warum kann ich nicht laufen? Hank! Okay. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht.
Sie ist reingegangen. Roter Raum, okay. Okay, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich nehme lieber den hier, der hat's auch safe gesehen. Lol, wie viele er sich da kauft? Schlingel, du. Da. Okay, blauer Raum. Warte, du hast auf safe gesehen. Okay, vorne links von ihr. Ja, da ist es. Ist es ein Er? Achso, ich dachte, ich suche nach einem Girl. Da doch eine tote Leiche gesehen, no? Nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Oh, lol. Er ist auch ein Roboter. Mitarbeiterraum. Okay, Staff only. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Kann ich laufen, bitte? Ich übernehme das jetzt. Ich hab Angst, Digga. Die könnten es alle sein. Oh, toll, Nuttenlager auch noch. Okay. Scheiße! Wir sind zu spät! Wie sah die eine Ischen immer aus? Die sehen alle gleich aus. Hm. Was kann man hier untersuchen? Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind, und dann sind sie Müll. Also, worüber redet er jetzt gerade? Über die Roboter? Ich bin gerade astro verwirrt, Leute. Welche von denen? Bestimmt die, die da liegt. Das ist das Smarteste, was du machen kannst. Kann man die kontrollieren? Ne, okay, kann man nicht. Ne, ich will nichts lesen. Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Ne, oder? Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und bin lieber ein Menschen. Um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sie Hops genommen. Über einen Haufen Plastik. Oh lol. Oh, warte, X, X. Keine Bewegung. Warte mal, das sind alles Kampfnoten? Hank?
bin gerade voll in meinem Modus drin, Leute. Ich mache jetzt jeden Treffer. So schnell und präzise, wie es geht. Ich werde instant die richtige Taste finden, ohne Missklick. Problemlos. Oh, die halten Händchen. Schnell, sie erwischen uns! Komm her, du Nutte! Bam! Ah, Bitch-Slap für dich! Hä? Du willst auch einen Bomb, Digga! Oh, oh! An die Wand genagelt! Beide gleichzeitig und oh, oh! 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 Leute, der Silverman kann mit mehreren Frauen gleichzeitig umgehen. Ups, falscher Knopf. Kann ich schießen? War schon. Sie kann nichts dafür, dass sie in der Note ist. I don't Dieser judge. Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Nein, Leute, wir töten ich sie nicht. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals. Völlig fein, Digga. Und drückte zu. Deswegen wollte ich es nicht umbringen. Bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Oh, was? Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen. Warte, warte, was? Lesbenroboter? Und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Und die schmutzigen Wörter. Ey, yo! Na komm. Küss sie noch? Komm. Gehen wir. Digga, was geht ab? Küss ich Hank jetzt auch noch? Ist vermutlich besser so. Digga, was? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich bin gerade aus einem Stripclub ohne Latte rausgekommen. Leute, ich war zweimal in meinem Leben in einem Stripclub, okay? Und ich schwöre euch, ich war da. Einmal war ich freiwillig drinne. Ich wollte einfach wissen, wie es da drin ist. Und beim zweiten Mal war 18. Geburtstag dort. Ich schwöre euch. Ich habe keine Latte bekommen. Stecken. Ey, warte mal. Oh, ich soll gucken. Hallo. Gut, dass Letgo ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Ey, Maxwo, danke für die 3. Ich weiß nicht, ob Letgo es jemals benutzt hat. Leute, die Roboter hier sind nicht böse, weil sie die böse Leute, sind. Die, wir treffen wollen. Die sind böse, weil Leute böse Sachen machen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war. Oder noch eine Falle. Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Latko sie umbrachte. Wer gefällt dir besser, Lucian oder Hank? Ich mag Hank als Person mehr. Ist das noch sehr weit? Hank ist, hört sich jetzt blöd an, ein Mensch. Wir sind in also, einer Stunde da. Hank ist, Lucian ist einfach, yo, ich bin Lucian, ich bin buffed up. Und ich bin geil und so. Wisst ihr? Hank ist ein Mensch mit seinen eigenen Fehlern und Makeln. Und das ist auch okay. Aber er kämpft sich durch. Bleib sitzen, Alice. Leute, er ist 6 Item Lucian. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara.
Da vorne. Da ist ein Schild, Leute. Wir übernachten beim Schild. Oh, Piraten! Let's go! Da will ich selber hin. Da drüben. Pirates Cove. Ich brauch Kaffee, Leute. Warum bin ich so müde? Oh, das sieht mir nicht so cool pirate-mäßig aus.